Abgereiste reisen selten bis Elba. Dann macht es euch halt selber. Hallo miteinander, heute gucken wir uns mal den Mythos an der Stromrichtung. Und zwar, wenn ihr in den ganzen Büchern und so guckt, wird von physikalischer und technischer Stromrichtung geredet. Wobei das so dargestellt wird, als wenn es nur eine Richtung gibt, von der die Elektronen fließen können, sage ich mal. Dazu habe ich mir mal ein kleines Experiment ausgedacht. Und zwar, da muss man jetzt noch ein bisschen ausholen, das hängt mit der 0-Volt-Induktion zusammen. Oder dass ihr halt keine Spannung braucht, um hier zu induzieren, quasi, dass man, jetzt wenn ich hier mit dem Hammer drauf haue, dass der Trafo Spannung und Strom erzeugt durch diesen Schlag. Und der Schlag ist auch die Richtung, die gibt auch die Richtung vor. Also es gibt so gesehen keine Stromfließrichtung, sondern eine Schlagrichtung. Ganz wichtig, ne? 100 Jahre auch falsch verstanden, deswegen konnte das mit der 0-Volt-Induktion auch keiner kapieren. Also wir haben auf jeden Fall eine Schlagrichtung und das will ich euch mal zeigen. Ich zeige euch dann auch noch in einem DDR-Buch, wie ihr das mit einem Magnet und einer Spule machen könnt zum Beispiel. Aber hier machen wir es mal ohne Magnet und alles einfach, indem wir hier mal drauf halten. Ne? So. Und wir sehen jetzt, wir machen das jetzt ein paar Mal, damit wir das sicherstellen können. Wir sehen jetzt im kleinen Ausschlag nach unten, dann nach oben und dann wieder. Also pass auf, wir machen das mal anders, so ist glaube ich sinnvoller. Also jetzt ist der erste größere ist nach unten und dann kommt der ganz große. Ich hoffe, das kann man sehen. Ja, müsste rüberkommen, wartet mal. Pass auf, ihr habt ja jetzt gesehen, dass ich auf den Trafo gehauen habe. Ich blende euch jetzt einfach das Ostsee-Bild. Jetzt seht ihr das ein bisschen besser. Der erste ist quasi nach unten. Davor sind zwei kleine, die tun wir jetzt mal ignorieren. Das ist verwirrend. Einfach der erste große ist nach unten und der nächste größere, ne, auch interessant, ist dann nach oben. In dem Video davor habe ich euch ja gezeigt, das wird mit der Diode abgeschnitten, dass ihr das eben nicht seht. Ne? Gut, wir machen das jetzt nochmal zur Sicherheit. Ihr hört ja, wenn ich drauf klappe. Und jetzt ist es genau andersrum. Ja, moin. Gerade hat es schön geklappt. Moment, oder so mal. Ja, moin. Der ging die ganze Zeit. Warum geht das jetzt wieder nicht? So, der erste größere wieder nach unten. Ich muss ja schnell auf die Ecke hauen. Nee, jetzt ist es wieder andersrum. Ja, moin. So, scheinbar kommt es darauf an, wo ich drauf haue. Probieren Sie es nochmal. Ich haue mal nur auf die Stelle. Da haben wir jetzt den ersten nach oben, Kommando halt wieder zurück, und dann der große nach unten. Jetzt probieren wir es nochmal, ob wir es replizieren können. Oh, das ist besser, ne? Der erste nach oben, okay? Ich denke mal, das ist angekommen. So, und jetzt tue ich einfach eins machen. Wir drehen mal den Trafo. Ich klappe jetzt quasi von der anderen Seite drauf. Ne? Sonst lassen wir alles gleich. Ich lasse jetzt noch durchlaufen hier, nicht dass es heißt irgendwie, ich habe gecheatet, ihr hört es jetzt in den Stoffklapp. Das triggert da nicht. Ah, halt, passt das ab, Moment. Ah, das war jetzt das Anklemmen. Sind wir wieder nach oben. Erste nach oben und dann nach unten. Erste nach oben, dann nach unten. Also jetzt scheint es zu gehen. Ne, jetzt ist andersrum. Hä? Scheiße.